Bei der Klimakonferenz COP27 in Ägypten haben die Länder des globalen Südens die Industriestaaten stark kritisiert. Diese seien für einen Großteil der umweltschädlichen Emissionen verantwortlich. Mehrere Staats- und Regierungschefs forderten, dass sie nun für Verluste und Schäden durch Extremwetterphänomene aufkommen müssten, die in vielen ärmeren Ländern bereits deutlich zu spüren sind. Afrika trägt weniger als 3% an der für den Klimawandel verantwortlichen Verschmutzung bei, ist aber am stärksten von der daraus resultierenden Krise betroffen. Aus diesem Grund ist es nur gerecht und angemessen, dass diese Konferenz die notwendigen Maßnahmen verabschiedet, um Afrikas besondere Bedürfnisse und Umstände zu berücksichtigen. Die Ministerpräsidentin von Barbados, einer Inselgruppe in der Karibik, die zunehmend unter extremem Wetter leidet, kritisierte die Industriestaaten für ihre mangelnde Unterstützung beim Übergang zu umweltfreundlicheren Technologien. Der Zugang zu Elektroautos, Batterien oder Photovoltaikanlagen bleibt beschränkt. Er wird von Ländern dominiert, die selbst produzieren können. Aber der globale Süden bleibt in diesen Fragen der Gunst des globalen Nordens ausgeliefert. Industriestaaten haben den Ländern des globalen Südens jährlich 100 Milliarden Dollar versprochen, mit denen sie sich gegen Klimarisiken schützen sollen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bisher nur 83 Milliarden Dollar zusammengekommen.